Ich fordere von dir eine Klarheit, die du mir verweigerst. Also fliege ich nach London und rede mit Papa. Warum willst du denn jetzt mein Leben zerstören? Du darfst nicht mit Hartmut reden! Oberbürgermeister Thomas Jansen ist nicht im Urlaub, sondern hat einen Hörsturz. Was fällt Ihnen ein? Kein Kommentar. Tinnitus ist ja bekanntermaßen ein Zeichen von Überlastung. Oberbürgermeister Jansen befindet sich im Urlaub. Und Sie platzen gerade in ein Privatgespräch zwischen meinem Sohn und mir. Müssen wir uns um unseren Oberbürgermeister Sorgen machen? Wenn ich ein Wort davon in Ihrer Zeitung lese, verklage ich Sie. Ich denke, der Paragraph 201 StGB dürfte Ihnen geläufig sein. Also besonders beeindruckt von deiner Drohung schien er nicht. Es war ein Versuch wert. Was ist denn das überhaupt für ein Paragraph 100? Was ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Worts. Und der gilt auch für Journalisten. Was musstest du mich auch provozieren? Sonst wäre mir gar nicht rausgerutscht, dass Thomas krank ist. Ich habe dich nicht provoziert. Ich habe einfach nur mit den Leuten gesprochen und Bürgerstimme an dich herangetragen. Wenn du damit nicht klarkommst, dann bist du in der Politik falsch. Du bist ein richtiger Klugscheißer. Und der Jansen hat tatsächlich einen Tinnitus? Ich werde jetzt auf meinem Weg zur Handwerkskammer beim Heide-Echo vorbeigehen und mir diesen Chefredakteur vorknöpfen. Ja, ich drück dir die Daumen, aber die lassen sich so eine Story sicher nicht nehmen. Darf ich? Entschuldige, ich... Ich weiß auch nicht, was da gerade mit mir los war. Ich... Hey, schon vergessen. Die letzten Tage... Dieses Auf und Ab der Gefühle, die Angst um Mika und dann dich wiederzusehen nach 20 Jahren. Ich glaube, ich bin sentimental geworden. Hey, es ist schon gut. Versprochen. Ich verstehe dich, du. Ich war zwischendurch kurz vorm Durchdrehen. So wie damals. Ayana. Ich muss wieder zu Mika. Was machst du? Aber ich bin hier hinten am Arbeiten. Eure Online-Bestellungen, die hören gar nicht auf, ne? Ja, zum Glück. Ah, aber die kannst du noch nicht mitnehmen. Die habe ich noch nicht fertig gepackt. Ich muss erst diese Cupcakes für den Kindergeburtstag fertig machen. Ja. Ich bin auch gar nicht hier, um Pakete abzuholen. Es geht um den Großkundentarif für Versandpreise, den ich für euch aushandeln wollte. Damit würden Sigrid und ich wirklich eine Menge Geld sparen. Es war eine tolle Idee von dir. Klappt aber leider nicht. Hat dein Chef den Tarif für uns abgelehnt? Ich bin gar nicht bis zu ihm vorgedrungen. Sein Vorzimmerdrache hat mich abgeblockt. Och. Der Chef redet nicht mit Zustellern. Das ist ja eine sympathische Firmenpolitik. Ja, ich hätte euch gerne einen Rabatt ausgehandelt. Das ist versucht. Das war auf jeden Fall nett von dir. Ich erkundige mich noch mal, welche Bedingungen man als Großkunde erfüllen muss. Okay. Vielleicht geht's ja auch auf offiziellem Weg mit dem Rabatt. Mhm. So. Ja. Ein Assistent mit dem Labor. Immer noch da. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich habe das vorher nicht so gemeint.
Was denn jetzt genau? Was ich dir vorgeworfen habe, dass du mein Leben absichtlich zerstören willst, war natürlich Unsinn. War's das? Es sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Das verstehst du doch sicherlich. Oh, ich habe so oft versucht, Verständnis für dich aufzubringen. Du hast eine Woche, um Papa die Wahrheit zu sagen. Ja, ich weiß. Werde ich auch tun. Die volle Wahrheit. Versprochen. In Ordnung. Du bist wirklich unglaublich. Du reagierst immer erst dann, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ich bereue sehr, was damals passiert ist. Es ist nichts passiert. Du hast es passieren lassen. Du hast mich gegen deine tote Tochter ausgetauscht. Du kannst doch dein Leben jetzt nicht einfach weiterführen, als wäre nichts passiert. Ich sage ja, ich rede mit Hartmut. Danach wird mein Leben sicher nicht mehr so wie vorher. Was willst du denn noch? Star-Produzent Richie Sky will mit Ihnen ein Album aufnehmen. Rüdiger will mich nach Los Angeles holen. Ja, wenn das kein Freundschaftsbeweis ist. Mehr Anerkennung geht ja wohl nicht. Ja, was der Mann anpackt, wird zu Gold. Wenn nicht sogar zu Platin. Das Ganze soll nicht in irgendeiner Hinterhof-Klitsche produziert werden, sondern in einem der Top-Studios von Los Angeles. Dann ist das ja wohl die größte musikalische Chance Ihres Lebens. Ja. Kommt aber leider zum denkbar falschen Zeitpunkt. Wieso? Haben Sie was Besseres zu tun, als mit Ihrem ehemaligen Bandkollegen die Charts zu stürmen? Also ich stehe bei einem anderen Freund im Wort. Ja, ich kann also Peer jetzt nicht im Stich lassen. Wegen Mika? Ja, ich habe ihm versprochen, ihm in der Rösterei den Rücken freizuhalten, bis es Mika besser geht. Aber meinen Sie nicht, dass ich für die Rösterei übergangsweise eine andere Lösung finden lässt? Keine, auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann. Er braucht mich. Und ich bin natürlich für ihn da. So einen Freund wie Sie kann man sich nur wünschen. Aber was wird denn jetzt aus Los Angeles? Meinen Sie, Richie kann die Aufnahmen zum Album verschieben? Also ich werde Rüdiger offen sagen, was Sache ist. Und das Weitere werden wir sehen. Die adligen Gäste sind in den Suiten im Westflügel und zweiten Stock untergebracht. Die mitreisenden Bediensteten habe ich auf die Zimmer im ersten Stock verteilt. Achso, ja, das ist die Suite von Graf Orsini und daneben die von Baron von Kallenstein nebst Gattin. Ansonsten erklärt sich der Belegungsplan, denke ich, von selbst. Herr Flickenschild. Herr Lichtenhagen, Sie wollen Graf Orsini neben Baron von Kallenstein unterbringen? Ja, selbstverständlich. Die beiden saßen auch auf Leos Hochzeit an einem Tisch. Ich muss es wissen, ich war der Trauzeuge. Ja, ja, das ist über ein Jahr her und seitdem ist viel passiert. Also angeblich hatte Graf Orsini während des Formel-1-Rennens von Monaco eine kurze Affäre mit der Baronin von Kallenstein. Ach. Also von daher wäre es angebracht, dass die beiden Herren so weit wie möglich auseinander untergebracht werden. Von daher sollten Sie Ihren Belegungsplan noch mal überdenken. Ach ja, und was die Unterbringung der Angehörigen der verfeindeten Familien betrifft, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht auf einem Stockwerk landen. Schließlich wollen wir Ruhe und Frieden auf unseren Fluren. Ich werde das natürlich so schnell wie möglich korrigieren. Tun Sie das. Also weiterhin nichts tun, ja? Einfach abwarten. Ja. Trotzdem danke. Danke. Wofür? Kaya. Ich gehe wieder zu Mika. Ich komme gleich nach, ja? Na, verlaufen? Oh. Ich suche die Kinderstation. Viele, viele bunte Cupcakes für einen Kindergeburtstag.
Einmal runter und rechts. Wie geht's, Mika? Nichts Neues. Soll ich mitkommen und wir trinken einen Kaffee oder was auch immer aus diesem Automaten rauskommt? Gerne. Gut. Was mache ich nur mit dir? Die kleine Narbe an deinem Daumen, die sieht man fast nicht mehr. Weißt du das noch? Wie du das Floß gebaut hast? Da warst du gerade mal 8. Du hast dir so auf den Finger gehauen, dass ich gehofft habe, das würde dich von deinen Plänen abbringen. Ich habe mir ein Boot geliehen und war bereit, dich jederzeit rauszufischen. Aber du hast es ans andere Ufer geschafft. Damals hast du mir zum ersten Mal verboten, mir Sorgen um dich zu machen. Wie geht es Kaya? Sie ist ziemlich am Ende mit ihren Nerven. Diese Warterei, das macht sie wahnsinnig. Genau wie dich. Total. Und immer wieder kommen diese Bilder von damals hoch. Janne in seinem Bettchen. Obwohl alles ganz anders war damals. Hey, diesmal geht es gut aus. Ich hab sie versprochen. Ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Wenn du in deinem Zelt geschlafen hast wie ein Murmeltier. Mika. Mika? Oh, Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Mika! Ich weiß nicht, er hat plötzlich angefangen zu zucken. Gehen Sie bitte raus. Ich bin für dich da. Es gibt so viel, was ich dir sagen muss. Peter! Peter, komm schnell, Mika, aus dem Krampfanfall! Dann bitte schickt sie mir noch die Tracklist des Streichquartetts. Die Liste der zu spielenden Lieder. Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Hey. Na, wie läuft's mit deiner Taufe? Es läuft perfekt. Das Streichquartett ist gebucht und das 8-Gänge-Menü ist mit Carla auf alle Vorlieben und Allergien der adeligen Gesellschaft abgestimmt. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Chauffeure für den Shuttle-Service. Und den Zimmerbelegungsplan muss ich nochmal neu machen. Aber an dem Plan saßt du doch schon so lange. Er war auch perfekt. Und dann kommt Herr Flickenschild und zerschießt mir alles mit Gerüchten aus der Klatschpresse. Oh, zu Recht? Auf jeden Fall zu spät. Ich darf mich jetzt hinsetzen und nochmal alles von vorne anfangen. Naja, vielleicht hättest du Herrn Flickenschild einfach früher einladen. Sag mal, auf wessen Seite stehst du? Na, auf deiner natürlich. Hallo. Frau Silva? Hi, hallo. Hi. Herr Lichtenhagen, ich habe im Internet gesehen, dass Sie Fahrer suchen für irgendeine Veranstaltung. Also ein paar Euro extra könnte ich gut gebrauchen. Wir haben tatsächlich gerade eben darüber gesprochen. Wir brauchen allerdings qualifizierte Chauffeure und keine Lieferfahrer. Ich hoffe, Sie sind nicht böse. Ich habe meinen Personenbeförderungsschein schon seit Studienzeiten. Ich fahre jeden Tag über 100 Kilometer für Spedito, unfallfrei. Ein dunkler Anzug hängt in meinem Schrank, also. Ja, aber das klingt doch großartig. Dann schicken Sie mir eine kurze Bewerbung und alles wird gut. Hauptsache, Sie zahlen anständig. Deutlich über Tariflohn. Gut. Dann haben Sie heute Nachmittag meine Bewerbung vorliegen. Wunderbar. Ich freue mich. Danke. Tschüss. Sag mal, warum muss Herr Fries sich bei dir bewerben? Du kennst ihn doch. Ach, das ist eine reine Formsache für Herrn Flickenschild zur Abrechnung und so weiter. Ach, Vater! Mensch, hey. Du, warst du beim Heide-Echo? Ja. Die bringen die Teenie-Story, habe ich recht? Dieser Chefredakteur ist ein ganz abgebrühter Hund. Die Geschichte ist schon online. Moment mal, wer hat Tinnitus? Herr Jansen hat Tinnitus. Theo, kannst du nicht einfach die Klappe halten? Ist doch schon online, also kann ich es ja auch erzählen. Na gut, also dann will ich mal meinen Gang nach Canossa antreten und mein Fauxpas beichten. Gute Besserung für Herrn Jansen. Von mir auch. Der holt sich jetzt einen Einlauf. Komm, lass uns. Ah, ich will das Fahrrad mitnehmen. Ich lasse es am Bahnhof stehen als Werbung. Das ist doch eine gute Idee. Jetzt tun Sie doch endlich was! Zurück!
Der Anfall ist doch schon vorbei, siehst du? Ich habe ihm gerade ein krampflösendes Mittel injiziert. Brauchen Sie was zur Beruhigung? Ich glaube nicht, oder? Sie haben das schon mal erlebt. Ein Sohn verloren, plötzlicher Kindstod. Das tut mir sehr leid. Die Anfälle sind vermutlich durch Stress ausgelöst worden. Der Körper steht durch die Infektion unter Stress. Mika, wir sind hier. Kann er uns hören? Er ist nicht bei Bewusstsein. Vermutlich eine Neurokardiologe-Synkope, die mit Krampfeinfällen einhergeht. Vermutlich? Sie sind Ärztin, Sie müssen sowas wissen. Die Auswirkungen einer Enzephalomyelitis sind unberechenbar. Wir werden ihm nochmal hochdosiert Kortikoide geben. Entschuldigung. Danke. Ich wäre am liebsten mit Peer und Kaya zu Mika gerannt. Dann weißt du gar nicht, was das für Krämpfe waren, die der Junge hatte? Ich hoffe, dass Peer sich bald bei mir meldet. Masern. Eine komplizierte Hirnhautentzündung, die bereits das Rückenmark angegriffen hat. Das ist doch alles nicht wahr. Mika ist jung. Er ist Triathlet und er ist bei Britta in den besten Händen. Er schafft das. Ja, das habe ich Peer auch gesagt. Aber... Kein Aber. Mika schafft das. Sein Zustand verschlechtert sich kontinuierlich. Peer ist so verzweifelt. Es zerreißt ihn, dass er nichts tun kann. Er weiß, dass du immer für ihn da bist, wenn er dich braucht. Ja. Und bis dahin musst du dich einfach mit Arbeit ablenken. Hilft ja nicht. Aber es erscheint mir alles so unwichtig auf einmal. Wenn Zwanche nur endlich schon hier wäre. Hast du noch mal was von ihr gehört? Ach, das Bodenpersonal am Flughafen in Mexiko streikt immer noch. Oh. Das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis sie endlich bei Mika ist. Ja, und sie würde besser damit klarkommen, wenn ich ihr sagen könnte, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Weiß sie denn gar nicht, wie schlecht sein Zustand wirklich ist? Ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein, ohne sie in Panik zu versetzen. Wie kommen die darauf? Das gibt's doch gar nicht. Komm rein. Im Rathaus muss es irgendeine undichte Stelle geben. Hast du die Swipper-Nachricht vom Heide-Echo online bekommen? Ja, natürlich. Überforderter Stellvertreter sagt nach Panikmache Stadtteilfest ab. Schlimmer ist das hier. Jansen ist nicht im Urlaub, wie offiziell verlautbart. Er kämpft gegen einen Tinnitus an. Also wenn ich rauskriege, wer da rumgetratscht hat, der kann was erleben. Dann fang mal an. Du! Ja, nicht absichtlich. Dieser dreiste Journalist hat ein Privatgespräch zwischen mir und Theo gehört. Der wo? In der Altstadt. Wie, du redest in aller Öffentlichkeit über meinen Tinnitus? Nicht in der Öffentlichkeit, nur Theo und ich. Und diese Schmierfänk vom Heide-Echo. Ich hatte dich gebeten, über meinen Zustand die Klappe zu halten. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber... Nichts aber! Erst das vorherlich abgesagte Stadtteilfest und jetzt bringst du auch noch meine Krankheit in die Presse. Ich habe versucht, Druck auf den Chefredakteur auszuüben, aber der lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ja, natürlich nicht. Das ist ein gefundenes Fressen für ihn. Ich bin ab morgen wieder im Amt. Dann stimmt die Presse noch einen Abgesang auf mich an, von wegen arbeitsunfähig und so weiter. Du bist krank. Ja, und du hast dafür gesorgt, dass es jeder weiß. Schade, ich hätte gedacht, Arne könnte bei Spedito irgendwas drehen, dass wir diesen Rabatt bekommen. Wie bitte? Was starrst du denn pausenlos auf dein Handy? Ich habe mir die AGBs von Spedito noch mal angeguckt. Also leider reicht unser Paketaufkommen für den Großkundentarif nicht. Ja, dann müssen wir sehen, dass wir irgendwo anders einsparen können. Diese Versandkosten fressen einen großen Teil unseres Gewinns. Ja, wir müssen einfach mehr Umsatz machen. Aber wie? Willst du die Preise erhöhen? Da machen unsere Kunden nicht mit. Vielleicht sollten wir unser Online-Angebot einfach erweitern. Also noch haben wir nicht alle Torten und Cupcakes als Backmischungen im Sortiment. Ja, aber unsere Topseller, na, die müssen sich halt online einfach besser verkaufen. Schwierig.
Unsere Kundinnen sind hauptsächlich ambitionierte Hausfrauen, die zwar die Rezepte nachbacken, aber weniger Fertigmischungen kaufen. Heißt, wir müssen eine neue Zielgruppe akquirieren. Sowas wie backfreudige, experimentierfreudige Neulinge. Ja, aber wie willst du Backanfänger auf unsere Seite bekommen? Mit einem auf sie zugeschnittenen Tutorial. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die selbst bei Fertigmischungen Berührungsängste haben. Also so eine Art Instant-Backen für Einsteiger? Ja, sowas in der Art. Wow, gute Idee. Das machen wir. Ich glaube nur, dass so ein Tutorial unglaubwürdig wirkt, wenn wir als Profis denen was vorbacken. Also muss ein echter Anfänger ran. Ja. Moin, moin. Backförmchen-Nachschub, wenn ich den Absender richtig deute. Da haben wir unsere Traumbesetzung. Redet ihr von mir? Hast du nachher schon was vor? Thomas, du kannst morgen auf keinen Fall schon wieder arbeiten gehen. Es ist schlimm genug, dass du nicht auf Frau Dr. Berger gehört hast. Die wollte dich nämlich krankschreiben. Ja, was soll ich denn machen, nachdem mich Torben so reingerissen hat? Das hat er doch nicht mit Absicht getan. Ach, egal, sowas darf nicht passieren. Er ist doch kein Politanfänger mehr. Jetzt reg dich doch nicht schon wieder auf. Als Rechtsanwalt muss er sensible Informationen für sich behalten können. Kaum ist er mein Stellvertreter, schon tratscht er auf offener Straße Geheimnisse. Wird das Pfeifen wieder stärker? Und du willst morgen arbeiten? Von Wollen ist keine Rede. Ja genau, es geht hier um deine Gesundheit. Ich meine, du merkst doch selbst, dass jede Art von Stress Gift für dich ist. Ich hatte gehofft, die bekommen in der Eppendorfer Klinik das weg hier. Du beschlust dich doch nicht beim ersten Termin. Ja, aber auch nicht beim 10. oder 20. Ja, was sagen denn die Fachärzte überhaupt zu deinem Fall? Ich soll ein Retraining machen. Ich soll lernen, mit dem Pfeifen umzugehen. Das klingt suboptimal. Ich will aber damit nicht umgehen. Ich will das Pfeifen loshaben. Aber da stehen die Chancen wohl gering. Ja, eher null. Na ja, ich meine, du solltest den Stress, den du im Rathaus hast, vergessen und versuchen, dich zu entspannen, zu erholen. Tom schafft das. Er lernt schnell. Vor allem aus solchen Patzern. Oh, also wenn du noch Zeit hast, die Klatschpresse zu lesen, dann kann dein neuer Job ja wohl nicht so anstrengend sein. Ich mache das nicht freiwillig. Ah, nein? Herr Flickenschild zwingt dich? Naja, es ist nicht schlecht, die Geschichten der High Society zu kennen, wenn man ein Event für sie plant. Was tut man nicht alles für seinen neuen Job? Jetzt will Herr Flickenschild auch noch, dass ich die Musikstücke für das Streichquartett mit ihm durchbespreche. Und, ist das ein Problem? Ich fühle mich bevormundet. Schau mal, er kann bei dieser Taufe nicht dabei sein. Es ist doch normal, dass er wissen möchte, was gerade so abläuft. Hm? Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass du zu lange dein eigener Chef gewesen bist. Nein, das ist kein Problem. Das ist die beste Voraussetzung für eigenverantwortliches Arbeiten. Ja, aber du kannst nicht immer genervt reagieren, nur weil er gerade wissen möchte, was der Stand ist. Das soll mich halt einfach machen lassen. Ich bin nicht genervt. Ja, aber dafür braucht er Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das musst du dir erarbeiten. Theo, du arbeitest jetzt in einem Unternehmen. Dort gibt es Hierarchien. Du musst es einfach akzeptieren. Das ist aber keine Leibeigenschaft. Dann kündige. Du bist ja noch in der Probezeit. Aber ich dachte eigentlich, dass dieser Job dir sehr viel Spaß bringt. Das bringt er ja auch. Repräsentieren, organisieren ist ja genau mein Ding. Und es gibt kein Bürokram, keine Buchhaltung. Oh, so wie in der Selbstständigkeit. Also wenn ich es mir genau überlege, dann bin ich ein bisschen neidisch auf deine Festanstellung. Aber ein omnipräsenter Boss. Ein sehr guter und ein sehr fairer Chef. Das ist Herr Flickenschild. Und so sage ich aus eigener Erfahrung. Thank you.
Bitte. Herzlich willkommen zum Tutorial von Sigrid und Helens Backshop. Stopp. Helens und Sigrid. Ja. Und bitte. Herzlich willkommen zum Tutorial von Helens und Sigrids Backshop. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie einfach es ist, mit unseren Backmischungen leckeren Kuchen zu zaubern. Sogar für blutige Anfänger. Und so einen haben wir uns heute eingeladen. Arne, du backst heute wirklich zum allerersten Mal in deinem Leben. Ja, ich backe zum ersten Mal, Sigrid. Zum allerersten Mal. Stopp! Sag mal, wollt ihr diesen Duktus von Home-Shopping-Sendern wirklich 1:1 übernehmen? Aber Helen, diese Sender haben eine enorme Einschaltquote. Stimmt, Sigrid? Ja, Arne. Und es macht auch richtig Spaß, Helen. Nein, also ich glaube, dass unsere Kunden sich total veralbern vorkommen. Ja? Okay, du hast ja recht. Okay, wir machen jetzt... Okay, ohne Arne, Sigrid, Arne, Sigrid, Arne, Sigrid. Ja, aber trotzdem mit so viel Spaß, ja? Ja, warte, klar. Warte. Okay. So. Los geht's. Und... Bitte! So kommen unsere Backmischungen bei Ihnen zu Hause an. Alle Zutaten, die Sie für Ihren Kuchen brauchen, haben wir bereits für Sie zusammengestellt. Und wie Sie diese Schritt für Schritt verarbeiten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Moment, da fehlt der Puderzucker. Duftet, hä? Schmeckt ausgezeichnet. Das ist doch bei eurer Backmischung gar kein Wunder. Die ist idiotensicher. Das war auch die Idee. Danke, dass du mitgespielt hast. Dann schneide ich den Film fertig und dann stellen wir das Backtutorial online. Ja. So machen wir es, Helen. Ja. Hey, hallo. Ich hab gehofft, dass ich dich hier erwische. Komm rein, ich gönn mir gerade eine Pause. Oh, die sind für mich? Dankeschön. Ja, warum sollen immer nur Patientenblumen bekommen? Oh, die sind wirklich sehr schön. Und deinem antiseptischen Zimmer tun sie auch gut. Ja. Du siehst erschöpft aus. Manche Patientenfälle bringen das so mit sich. Du darfst nicht drüber reden, nicht wahr? Die Eltern meines Patienten haben vor vielen Jahren schon einen Sohn verloren und jetzt machen sie sich Sorgen um den zweiten. So einen Schock wird man nie richtig los. Und ich dachte schon, dass dir Hannelores Vorwürfe noch nachhängen. Sie war vorhin hier. Es war katastrophal und dann hat sie sich entschuldigt auf ihre ganz eigene Weise. Von Einsicht keine Spur. Aber sie wird doch ihrem Mann jetzt selbst die Wahrheit sagen, oder? Ja, aber nur, weil ich es sonst tue. Ich bin dieses Taktieren so leid und den Umgang mit ihr. Es ist sinnlos und ermüdend. Überleg dir gut, ob du in deinem Leben auf sie verzichten möchtest. Es würde vieles einfacher machen. Das sagst du jetzt. Aber glaube mir, auf einen Menschen, der immer zu deinem Leben gehörte, kannst du nicht so einfach verzichten. Er ist bewusstlos, Peer. Ich verstehe einfach nicht, warum die Ärzte ihm nicht helfen können. Aber das tun sie. Sein Fieber ist bereits zurückgegangen. Sein Immunsystem erholt sich auch.
Die bekämpfen einfach nur die Symptome. Davon wird Mika nicht wieder gesund. Doch, er wird gesund. Dr. Berger hat uns erklärt, dass die Entzündungen durch die Medikamente zurückgehen. Das reicht aber nicht. Es muss irgendein Mittel gegen dieses Virus geben. Es gibt mittlerweile gegen alles ein Medikament. Dann wird es bekommen. Vielleicht kennt die Frau Dr. Berger sich auch einfach nicht so besonders gut aus. Vielleicht ist das ganze deutsche Gesundheitssystem einfach so weit hinterher. Vielleicht bist du einfach auch nur übernervös. Kaya, ich verstehe deine Bedenken. Aber ich glaube, dass der Junge... Du hast mir versprochen, dass uns nicht noch mal das Gleiche passiert wie mit Janne damals. Jetzt tu endlich irgendwas! Sie mir bitte auch so eine Vitaminbombe. Gerne. Ja, die Damen, hallo, darf ich? Ja, hallo. Dankeschön. Haben Sie denn jetzt Richie Sky abgesagt? Richie Sky, der berühmte Musikproduzent. Ja, ein Bandkollege von mir aus Rainy Birds Zeiten wollte mit mir ein Album aufnehmen. Wow. Ja, wow ist, dass Herr Lüder das Angebot abgesagt hat, weil er Per nicht allein lassen will, solange Mika krank ist. Ja, also Rüdig hat das verstanden, aber war doch schon etwas enttäuscht. Und Sie nicht? Ja, doch, ein bisschen vielleicht. Aber wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Und wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. Ne? Also wenn Mr. Sky auch nur halbwegs so fit ist wie Sie, dann werden Sie noch jede Menge Gelegenheit dafür haben. Ach, jetzt reden Sie schon wie Rüdiger, der alte Optimist. Also mit einem Rockstar lasse ich mich doch gerne vergleichen. Bei einem unserer ersten Rainy Birds Konzerte, da hatten wir am Anfang nur 5 Zuschauer. Ja, wir wollten das Konzert schon absagen. Aber Rüdiger hat den Verstärker voll aufgedreht und uns zum Spielen überredet. Und am Ende war der Saal voll. Wow. Ja. Na, so viel Zuversicht ist wirklich beneidenswert. Der Mann glaubt einfach an sein Glück. Vorhin genauso. Ja, er ist davon überzeugt, dass der Junge wieder fit wird. Und ich dann rechtzeitig nach Los Angeles fliegen kann. Also Sie glauben nicht, wie sehr ich mir wünsche, dass er recht behält. Ja. Für Mika, Peer und Kaya und auch für Svante. Na dann, auf Mikas Gesundheit. Auf Mika. Ja, natürlich übernehme ich den Dienst für Dirk, wenn sonst keiner kann. Klar. Okay, bis dann. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Lilly nicht die ganze Wahrheit gesagt hast. Du sollst jetzt aber nicht denken, dass du dir Lillys Liebe in Zukunft erkaufen musst. Ich will ihr einfach eine Freude bereiten. Und natürlich hoffe ich, dass sie mich nicht vergisst, wenn ich wieder in London bin. Ja, Thies, machen Sie mir bitte die Rechnung. Ich möchte gerne auschecken. Sagen Sie, ist bei Ihnen ein hellgrauer Seidenschal abgegeben worden? Schon gut. Danke. Ich will dich nicht verlieren. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, lass uns einen Test machen. Einen richtigen Gentest.
Wir müssen keinen zweiten Test machen. Ich bin nicht deine Mutter. Ja. Hey. Hey. Na, machst du deiner Tochter Konkurrenz? Ich habe mit Sigrid ein Back-Tutorial für unseren Online-Shop gedreht. Und jetzt bringe ich die Kamera zurück in Swantjes WG. Klingt spannend. Wie geht's ihm? Dr. Berger meinte, besiegt das Virus. Und was meinst du? Ich vertraue den Ärzten und Mika. Ehrlich gesagt, mache ich mir gerade um Kaya viel mehr Sorgen. Sie ist kurz davor, durchzudrehen. Es tut mir leid. Ach, Helen, ich weiß gar nicht mal, was ich hier sagen soll. Naja, dir geht ja auch langsam die Kraft aus. Sieht man das? Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie Kraft geben. Das tust du. Aber können Sie mir sagen, wann? Ah. Entschuldigung, meine Mutter, Frau Thies hat ausgecheckt. Ja, ich weiß es nicht. Ich arbeite ja nicht an der Rezeption. Ich wollte nur wissen, wann. Können Sie mir sagen, wann? Also, ich habe Sie vor ein paar Minuten mit Ihrem Gepäck in ein Taxi steigen Dankeschön, sehen, aber danke. Ich weiß nicht. Gern geschehen. Herr Flickenschild. Herr Lichtenhagen? Das ist der korrigierte Zimmerbelegungsplan der Rodenberg-Taufe. So schnell? Sie hatten natürlich recht, der Korrekturwunsch war absolut berechtigt. Die Affäre hat stattgefunden. Haben Sie daran gezweifelt? Nein, ich habe nur meine Wissenslücken in der Klatschpresse aufgefüllt. Es war sehr aufschlussreich. Es wäre natürlich wirklich was gewesen, wenn wir den betrogenen Baron und seinen Nebenbuhler nebeneinander einquartiert hätten. Am Ende hätte es noch ein Duell gegeben. Und solche Presse braucht es drei Könige wirklich nicht. Ja, in der Tat. Also der Plan ist für mich soweit in Ordnung. Soweit? Die adligen Herrschaften sollen ja bisweilen etwas pedantisch sein, was die Hierarchien angeht. Also achten Sie bitte darauf, dass die Quadratmeterzahl der vergebenen Suiten standesgemäß verteilt wird. Der Quadratmeter-Check ist schon in Auftrag gegeben. In Auftrag gegeben heißt noch nicht ausgeführt. Also kümmern Sie sich persönlich darum. Sehr gern. Hey, war in der WG niemand zu Hause? Wolltest du nicht Swantjes Kamera zurückbringen? Hab ich vergessen. Ach, ist vielleicht auch ganz gut so. Wer weiß, ob wir nicht noch mal was nachdrehen müssen. Wieso bist du denn mit unserem Tutorial nicht zufrieden? Doch, im Prinzip schon, Arne war klasse. Aber wer weiß, wie ich rüberkomme.
Also, Fishing for Compliments, oder was wird das hier? Du warst großartig, charmant, witzig. Das war ganz großes Kino, Sigrid. Danke, Helen. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, aber dass Arne sich so reinhängt, das hat mich schon überrascht. Ja, so kennen wir ihn von früher. Immer gut drauf und hilfsbereit. Hm? Ja, vielleicht findet er jetzt endlich nach den ganzen Turbulenzen wieder zu sich selbst. Und damit auch zu dir. Ich meine als Freund, das wollt ihr doch. Ja, heute sah es so aus, als wäre das wirklich möglich. Jetzt darfst du unser Tutorial nur nicht im Schnitt verhauen. Na, hör mal zu, da arbeite ich mich rein. Das heißt, unser Video geht nächstes Jahr online. Also, du unterschätzt mich. Ich habe ein Online-Tutorial gefunden, das zeigt, wie man Online-Tutorials schneidet. OMG! Dann steht unserer Neukundenakquise ja nichts mehr im Weg. Du sagst es. Thank you enough for your help, Dr. Green. Yes, I'll call you again tomorrow. Yes. Bye. Keine Veränderung? Das habe ich mir gedacht. Was ist denn los? Das tatenlose Rumsitzen ist endlich vorbei. Ich habe gerade mit einem Spezialisten in Toronto telefoniert. In seiner Klinik wird die antivirale Therapie seit Jahren angewandt, mit sehr respektablen Ergebnissen. Ja, das ist doch toll. Dann wird sich dieser Arzt mit Frau Dr. Berger in Verbindung setzen? Das wird nichts bringen. Die Medikamente, die er einsetzt, die sind in Deutschland überhaupt nicht zugelassen. Und? Ich habe schon alles in die Wege geleitet. Mika wird morgen nach Toronto verlegt. Herr Lichtenhagen, eine Auslandssendung für Ihre Frau. Wahrscheinlich Feta-Käse. Ja, stimmt, Griechenland. Oh, berichtet das Regionalfernsehen über Sie? Ich halte mich nur auf dem Laufenden. Aha. Was ich von meinen Kunden so höre, ist es ja nicht besonders gut angekommen, dass Sie das Stadtteilfest gekippt haben. Ja, weil das Unwetter an Lüneburg vorbeigezogen ist, schon klar. Ja. Schadet Ihnen das eigentlich auch? Zumindest Ihrem Ruf als Anwalt, solche Polizschlappen? Also bei mir jedenfalls, da war das so ein Fehler und mein Image war komplett ruiniert. Ja, das kann man ja wohl schlecht vergleichen. Mir ist es lieber, die Leute sind sauer auf mich, weil ich übervorsichtig war, als dass man jemand verletzt unter einem umgestürzten Baum hervorziehen muss. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, was macht Thomas denn da? Aktuellem Anlass möchte ich glaube, der hält eine Ansprache. Wie Sie unschwer erkennen, bin ich entgegen aller Medienberichte nicht ernstlich krank. Ich habe einen Tinnitus. Das ist nicht lebensbedrohlich, aber ausgesprochen lästig. Darum nutze ich meinen Urlaub zur Entspannung, um mich danach wieder erholt meinen Aufgaben widmen zu können. Jetzt kriege ich garantiert mein Fett weg. Bis dahin belasse ich die Amtsgeschäfte vertrauensvoll in den Händen von Bürgermeister Lichtenhagen. Seine Entscheidung, das Stadtteilfest in Ochtmissen abzusagen, war nicht unbedingt populär. Aber in Anbetracht der offiziell angekündigten Wetterlage angemessen und richtig. Darum bitte ich Sie, weiterhin Bürgermeister Lichtenhagen Ihr Vertrauen entgegenzubringen. Er wird die Amtsgeschäfte im Sinne der Stadt und zum Wohle der Bürger leiten. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tja. Damit sind Sie rehabilitiert. Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir derart den Rücken stärkt. Ich muss dann wieder. Wiedersehen. Wiedersehen.
Den hast du bei mir vergessen. Danke. Freut mich, dich nochmal zu sehen. Wir werden uns auch wiedersehen. Wirklich? Nicht in nächster Zeit. Aber wenn sich alles beruhigt hat. Wenn ich mich beruhigt habe. Wäre schön. Du hast mich großgezogen. Und du bist Lilly eine gute Oma und dafür bin ich dir dankbar, trotz allem. Auch wenn in Zukunft nichts mehr so sein wird, wie es war. Ich werde dich immer lieben. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ihn um die halbe Welt fliegen lassen, in dem Zustand? Sein Zustand bessert sich hier nicht. Er ist seit diesem schrecklichen Krampfanfall bewusstlos. Dr. Green glaubt, dass es ihm schon viel besser gehen würde, wenn er diese antiviralen Infusionen bekommen hätte. Komm mit nach Toronto. Wenn Mika aufwacht, wird er sich freuen, wenn du da bist. Kaya, das ist nicht das Problem. Ich steig sofort in den Flieger. Aber ich habe einfach Angst, dass er die Reise nicht übersteht. Und ich habe Angst, dass ihm hier nicht geholfen wird. Lass ihn hier. Bitte. Ich werde ihn auf jeden Fall verlegen lassen, ob du mitkommst oder nicht. Das ist Wahnsinn. Und wenn ich mein Veto einlege? Ich bin immerhin sein Vater. Du kannst ihn nicht einfach mitnehmen. Doch, das kann ich. Ich habe schon mit der Krankenhausverwaltung gesprochen. Eine Vorsorgevollmacht? Die hat Mika unterzeichnet, bevor er das letzte Mal in die Rockies klettern gegangen ist. Ich habe sie mir zu Hause einscannen und mailen lassen. Du riskierst dein Leben, Kaya. Mach das nicht. Bitte. Ich habe sie auf all diesen Fotos, die anlässlich der Hochzeit veröffentlicht wurden, nicht gesehen und auch in keiner Pressemitteilung wurden Sie erwähnt. Ich war sozusagen der gefühlte Trauzeuge, nicht? Die Schwindelei ist Gift für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es tut mir sehr leid, dass durch mich dein Tinnitus bekannt geworden ist. Das war wirklich ein dummer Zufall. Ja, ich glaube dir. Dieser Journalist schleicht sich einfach von hinten an Theo und mich heran und belauscht uns. Naja, jetzt wissen die Leute Bescheid. Ihr Oberbürgermeister hat einen Tinnitus und ist auch gut so. Hat er dir nichts erzählt? Richie wollte mit ihm ein neues Album aufnehmen. Ein Comeback der Rainy Birds. Warum erzählt er mir davon nichts? Er will dich in deiner Situation nicht allein lassen. Tutorial von Sigrid und Helens Backshop. Stopp. Helens und Sigrid. Ja. Und bitte. Herzlich willkommen zum Tutorial von Helens und Sigrids Backshop. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie einfach es ist, mit unseren Backmischungen leckeren Kuchen zu zaubern. Sogar für blutige Anfänger. Und so einen haben wir uns heute eingeladen. Arne, du backst heute wirklich zum allerersten Mal in deinem Leben. Ja, ich backe zum ersten Mal, Sigrid. Zum allerersten Mal. Stopp! Sag mal, wollt ihr diesen Duktus von Home-Shopping-Sendern wirklich 1:1 übernehmen? Aber Helen, diese Sender haben eine enorme Einschaltquote. Stimmt, Sigrid? Ja, Arne. Und es macht auch richtig Spaß, Helen. Nein, also ich glaube, dass unsere Kunden sich total veralbern vorkommen. Ja? Okay, du hast ja recht. Okay, wir machen jetzt... Okay, ohne ja. Arne, Sigrid. Ja, aber trotzdem mit so viel Spaß, ja? Ja, warte. Okay. So. Los geht's. Und... Bitte! So kommen unsere Backmischungen bei Ihnen zu Hause an. Hm?
Alle Zutaten, die Sie für Ihren Kuchen brauchen, haben wir bereits für Sie zusammengestellt. Und wie Sie diese Schritt für Schritt verarbeiten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Moment, da fehlt der Puderzucker. Duftet, hä? Schmeckt ausgezeichnet. Das ist doch bei eurer Backmischung gar kein Wunder. Die ist idiotensicher. Das war auch die Idee. Danke, dass du mitgespielt hast. Dann schneide ich den Film fertig und dann stellen wir das Backtutorial online. Ja. So machen wir es, Helen. Ja. Hey, hallo. Ich hab gehofft, dass ich dich hier erwische. Komm rein, ich gönn mir gerade eine Pause. Oh, die sind für mich? Dankeschön. Ja, warum sollen immer nur Patienten Blumen bekommen? Oh, die sind wirklich sehr schön. Und deinem antiseptischen Zimmer tun sie auch gut. Ja. Du siehst erschöpft aus. Manche Patientenfälle bringen das so mit sich. Du darfst nicht drüber reden, nicht wahr? Die Eltern meines Patienten haben vor vielen Jahren schon einen Sohn verloren und jetzt machen sie sich Sorgen um den zweiten. So einen Schock wird man nie richtig los. Und ich dachte schon, dass dir Hannelores Vorwürfe noch nachhängen. Sie war vorhin hier. Es war katastrophal und dann hat sie sich entschuldigt auf ihre ganz eigene Weise. Von Einsicht keine Spur. Aber sie wird doch ihrem Mann jetzt selbst die Wahrheit sagen, oder? Ja, aber nur, weil ich es sonst tue. Ich bin dieses Taktieren so leid und den Umgang mit ihr. Es ist sinnlos und ermüdend. Überleg dir gut, ob du in deinem Leben auf sie verzichten möchtest. Es würde vieles einfacher machen. Das sagst du jetzt. Aber glaube mir, auf einen Menschen, der immer zu deinem Leben gehörte, kannst du nicht so einfach verzichten. Er ist bewusstlos, Per. Ich verstehe einfach nicht, warum die Ärzte ihm nicht helfen können. Aber das tun sie. Sein Fieber ist bereits zurückgegangen. Sein Immunsystem erholt sich auch Teil. Die bekämpfen einfach nur die Symptome. Davon wird Mika nicht wieder gesund. Doch, er wird gesund. Dr. Berger hat uns erklärt, dass die Entzündungen durch die Medikamente zurückgehen. Das reicht aber nicht. Es muss irgendein Mittel gegen dieses Virus geben. Es gibt mittlerweile gegen alles ein Medikament. Dann wird es bekommen. Vielleicht kennt die Frau Dr. Berger sich auch einfach nicht so besonders gut aus. Vielleicht ist das ganze deutsche Gesundheitssystem einfach so weit hinterher. Vielleicht bist du einfach auch nur übernervös. Kaya, ich verstehe deine Bedenken. Aber ich glaube, dass der Junge... Du hast mir versprochen, dass uns nicht noch mal das Gleiche passiert wie mit Janne damals. Jetzt tu endlich irgendwas!
Der Starproduzent Richie Sky will mit Ihnen ein Album aufnehmen. Rüdiger will mich nach Los Angeles holen. Ja, wenn das kein Freundschaftsbeweis ist. Mehr Anerkennung geht ja wohl nicht. Ja, was der Mann anpackt, wird zu Gold. Wenn nicht sogar zu Platin. Das Ganze soll nicht in irgendeiner Hinterhof-Klitsche produziert werden, sondern in einem der Top-Studios von Los Angeles. Dann ist das ja wohl die größte musikalische Chance Ihres Lebens. Ja. Kommt aber leider zum denkbar falschen Zeitpunkt. Wieso? Haben Sie was Besseres zu tun, als mit Ihrem ehemaligen Bandkollegen die Charts zu stürmen? Also ich stehe bei einem anderen Freund im Wort. Ja, ich kann also Peer jetzt nicht im Stich lassen. Wegen Mika? Ja, ich habe ihm versprochen, ihm in der Rösterei den Rücken frei zu halten, bis es Mika besser geht. Aber meinen Sie nicht, dass sich für die Rösterei übergangsweise eine andere Lösung finden lässt? Ja. Keine, auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann. Er braucht mich. Und ich bin natürlich für ihn da. So einen Freund wie Sie kann man sich nur wünschen. Aber was wird denn jetzt aus Los Angeles? Meinen Sie, Richie kann die Aufnahmen zum Album verschieben? Also ich werde Rüdiger offen sagen, was Sache ist. Und das Weitere werden wir sehen. Die adligen Gäste sind in den Suiten im Westflügel und zweiten Stock untergebracht. Die mitreisenden Bediensteten habe ich auf die Zimmer im ersten Stock verteilt. Ach so, ja, das ist die Suite von Graf Orsini und daneben die von Baron von Kallenstein nebst Gattin. Ansonsten erklärt sich der Belegungsplan, denke ich, von selbst. Herr Flickenschild. Herr Lichtenhagen, Sie wollen Graf Orsini neben Baron von Kallenstein unterbringen? Ja, selbstverständlich. Die beiden saßen auch auf Leos Hochzeit an einem Tisch. Ich muss es wissen, ich war der Trauzeuge. Ja, ja, das ist über ein Jahr her und seitdem ist viel passiert. Also angeblich hatte Graf Orsini während des Formel-1-Rennens von Monaco eine kurze Affäre mit der Baronin von Kallenstein. Ach. Also von daher wäre es angebracht, dass die beiden Herren so weit wie möglich auseinander untergebracht werden. Von daher sollten Sie Ihren Belegungsplan noch mal überdenken. Ach ja, und was die Unterbringung der Angehörigen der verfeindeten Familien betrifft, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht auf einem Stockwerk landen. Schließlich wollen wir ja Ruhe und Frieden auf unseren Fluren. Ich werde das natürlich so schnell wie möglich korrigieren. Tun Sie das. Also weiterhin nichts tun, ja? Einfach abwarten. Sure. Trotzdem danke. Danke. Wofür? Kaya. Ich gehe wieder zu Mika. Ich komme gleich nach, ja? Na, verlaufen? Oh. Ich suche die Kinderstation. Viele, viele bunte Cupcakes für einen Kindergeburtstag. Einmal da runter und rechts. Wie geht's Mika? Nichts Neues. Soll ich mitkommen und wir trinken einen Kaffee oder was auch immer aus diesem Automaten rauskommt? Gerne. Gut. Was mache ich nur mit dir? Die kleine Narbe an deinem Daumen, die sieht man fast nicht mehr. Weißt du das noch? Wie du das Floß gebaut hast? Da warst du gerade mal 8. Du hast dir so oft den Finger gehauen, dass ich gehofft habe, das würde dich von deinen Plänen abbringen. Ich habe mir ein Boot geliehen und war bereit, dich jederzeit rauszufischen. Aber du hast es ans andere Ufer geschafft. Damals hast du mir zum ersten Mal verboten, mir Sorgen um dich zu machen. Wie geht es Kaya? Sie ist ziemlich am Ende mit ihren Nerven. Diese Warterei, das macht sie wahnsinnig. Genau wie dich. Total. Und immer wieder kommen diese Bilder von damals hoch. Janne in seinem Bettchen.
obwohl alles ganz anders war damals. Hey, diesmal geht es gut aus. Ich hab sie versprochen. Ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht, während du in deinem Zelt geschlafen hast wie ein Murmeltier. Mika. Mika? Oh, Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Mika! Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich habe plötzlich angefangen zu zucken. Gehen Sie bitte raus. Ich bin für dich da. Es gibt so viel, was ich dir sagen muss. Ich fordere von dir eine Klarheit, die du mir verweigerst. Also fliege ich nach London und rede mit Papa. Warum willst du denn jetzt mein Leben zerstören? Du darfst nicht mit Hartmut reden. Oberbürgermeister Thomas Jansen ist nicht im Urlaub, sondern hat einen Hörsturz. Was fällt Ihnen ein? I'm born and painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Kein Kommentar. Tinnitus ist ja bekanntermaßen ein Zeichen von Überlastung. Oberbürgermeister Jansen befindet sich im Urlaub. Und Sie platzen gerade in ein Privatgespräch zwischen meinem Sohn und mir. Müssen wir uns um unseren Oberbürgermeister Sorgen machen? Wenn ich ein Wort davon in Ihrer Zeitung lese, verklage ich Sie. Ich denke, der Paragraph 201 StGB dürfte Ihnen geläufig sein. Also besonders beeindruckt von einer Drohung schien er nicht. Es war ein Versuch wert. Was ist denn das überhaupt für ein Paragraph 100? Was ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Worts. Und der gilt auch für Journalisten. Was musstest du mich auch provozieren? Sonst wäre mir gar nicht rausgerutscht, dass Thomas krank ist. Ich habe dich nicht provoziert. Ich habe einfach nur mit den Leuten gesprochen und Bürgerstimme an dich herangetragen. Wenn du damit nicht klarkommst, dann bist du in der Politik falsch. Du bist ein richtiger Klugscheißer. Und der Jansen hat tatsächlich einen Tinnitus? Ich werde jetzt auf meinem Weg zur Handwerkskammer beim Heide-Echo vorbeigehen und mir diesen Chefredakteur vorknöpfen. Ja, ich drück dir die Daumen, aber die lassen sich so eine Story sicher nicht nehmen. Darf ich? Entschuldige, ich... Ich weiß auch nicht, was da gerade mit mir los war. Ich, hey, schon vergessen. Die letzten Tage... Dieses Auf und Ab der Gefühle, die Angst um Mika und dann dich wiederzusehen nach 20 Jahren. Ich glaube, ich bin sentimental geworden. Es ist schon gut. Versprochen. Ich verstehe dich, du. Ich war zwischendurch kurz vorm Durchdrehen. So wie damals. Bei Jana. Ich muss wieder zu Mika. Was machst du? Ich bin hier hinten am Arbeiten. Eure Online-Bestellungen, die hören gar nicht auf, ne? Ja, zum Glück.
Ah, aber die kannst du noch nicht mitnehmen. Die habe ich noch nicht fertig gepackt. Ich muss erst diese Cupcakes für den Kindergeburtstag fertig machen. Ja. Ich bin auch gar nicht hier, um Pakete abzuholen. Es geht um den Großkundentarif für Versandpreise, den ich für euch aushandeln wollte. Damit würden Sigrid und ich wirklich eine Menge Geld sparen. Das war eine tolle Idee von dir. Klappt aber leider nicht. Hat dein Chef den Tarif für uns abgelehnt? Ich bin gar nicht bis zu ihm vorgedrungen. Sein Vorzimmerdrache hat mich abgeblockt. Och. Der Chef redet nicht mit Zustellern. Das ist ja eine sympathische Firmenpolitik. Ja, ich hätte euch gerne einen Rabatt ausgehandelt. Das ist versucht. Das war auf jeden Fall nett von dir. Ich erkundige mich noch mal, welche Bedingungen man als Großkunde erfüllen muss. Okay. Vielleicht geht's ja auch auf offiziellem Weg mit dem Rabatt. So. Ja. Immer noch da. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich habe das vorher nicht so gemeint. Was denn jetzt genau? Was ich dir vorgeworfen habe, dass du mein Leben absichtlich zerstören willst, war natürlich Unsinn. War's das? Es sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Das verstehst du doch sicherlich. Oh, ich habe so oft versucht, Verständnis für dich aufzubringen. Du hast eine Woche, um Papa die Wahrheit zu sagen. Ja, ich weiß. Werde ich auch tun. Die volle Wahrheit. Versprochen. In Ordnung. Unglaublich. Du reagierst immer erst dann, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ich bereue sehr, was damals passiert ist. Es ist nichts passiert. Du hast es passieren lassen. Du hast mich gegen deine tote Tochter ausgetauscht. Du kannst doch dein Leben jetzt nicht einfach weiterführen, als wäre nichts passiert. Ich sage ja, ich rede mit Hartmut. Danach wird mein Leben sicher nicht mehr so wie vorher. Was willst du denn noch? Dann bitte schicken Sie mir noch die Tracklist des Streichquartetts. Die Liste der zu spielenden Lieder. Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Hey. Na, wie läuft's mit deiner Taufe? Es läuft perfekt. Das Streichquartett ist gebucht und das 8-Gänge-Menü ist mit Carla auf alle Vorlieben und Allergien der adeligen Gesellschaft abgestimmt. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Chauffeure für den Shuttle-Service. Und den Zimmerbelegungsplan muss ich nochmal neu machen. Aber an dem Plan saß du doch schon so lange. Er war auch perfekt. Und dann kommt Herr Flickenschild und zerschießt mir alles mit Gerüchten aus der Klatschpresse. Oh, zu Recht? Auf jeden Fall zu spät. Ich darf mich jetzt hinsetzen und nochmal alles von vorne anfangen. Vielleicht hättest du Herrn Flickenschild einfach früher einen. Sag mal, auf wessen Seite stehst du? Na, auf deiner natürlich. Hallo. Frau Silva? Hallo. Herr Lichtenhang, ich habe im Internet gesehen, dass Sie Fahrer suchen für irgendeine Veranstaltung. Also ein paar Euro extra könnte ich gut gebrauchen. Wir haben tatsächlich gerade eben darüber gesprochen. Wir brauchen allerdings qualifizierte Chauffeure und keine Lieferfahrer. Ich hoffe, Sie sind nicht böse. Ich habe meinen Personenbeförderungsschein schon seit Studienzeiten. Ich fahre jeden Tag über 100 Kilometer für Spedito, unfallfrei. Ein dunkler Anzug hängt in meinem Schrank, also. Ja, aber das klingt doch großartig. Dann schicken Sie mir eine kurze Bewerbung und alles wird gut. Hauptsache, Sie zahlen anständig. Deutlich über Tariflohn. Gut. Dann haben Sie heute Nachmittag meine Bewerbung vorliegen. Wunderbar, ich freue mich. Danke. Sag mal, warum muss Herr Fries sich bei dir bewerben? Du kennst ihn doch. Ach, das ist doch eine reine Formsache für Herrn Flickenschild zur Abrechnung und so weiter. Ach, Vater, Mensch, hey. Du, warst du beim Heide-Echo? Ja. Die bringen die Teenie zur Story, habe ich recht? Dieser Chefredakteur ist ein ganz abgebrühter Hund. Die Geschichte ist schon online. Moment mal, wer hat Tinnitus? Herr Jansen hat Tinnitus. Theo, kannst du nicht einfach die Klappe halten? Ist doch schon online, also kann ich es ja auch erzählen. Na gut, also dann will ich mal meinen Gang nach Canossa antreten und mein Fauxpas beichten. Gute Besserung für Herrn Jansen. Von mir auch. Der holt sich jetzt einen Einlauf. Ja. Komm, lass uns. Ah, ich will das Fahrrad mitnehmen. Ich lasse es am Bahnhof stehen als Werbung. Das ist doch eine gute Idee. Jetzt tun Sie doch endlich mal zurück! Lass mich nicht! Der Anfall ist doch schon bald vorbei, siehst du? Ich habe ihm gerade ein krampflösendes Mittel injiziert.
Brauchen Sie was zur Beruhigung? Ich glaube nicht, oder? Sie haben das schon mal erlebt. Einen Sohn verloren, plötzlicher Kindstod. Das tut mir sehr leid. Die Anfälle sind vermutlich durch Stress ausgelöst worden. Der Körper steht durch die Infektion unter Stress. Mika, wir sind hier. Kann er uns hören? Er ist nicht bei Bewusstsein. Vermutlich eine Neurokardiologe-Synkope, die mit Krampfeinfällen einhergeht. Vermutlich? Sie sind Ärztin, Sie müssen sowas wissen. Die Auswirkungen einer Enzephalomyelitis sind unberechenbar. Wir werden ihm nochmal hochdosiert Kortikoide geben. Entschuldigung. Danke. Ich wäre am liebsten mit Peer und Kaya zu Mika gerannt. Dann weißt du gar nicht, was das für Krämpfe waren, die der Junge hatte? Ich hoffe, dass Peer sich bald bei mir meldet. Masern. Eine komplizierte Hirnhautentzündung, die bereits das Rückenmark angegriffen hat. Das ist doch alles nicht wahr. Mika ist jung. Er ist Triathlet und er ist bei Britta in den besten Händen. Er schafft das. Ja, das habe ich Peer auch gesagt. Aber... Kein Aber. Mika schafft das. Sein Zustand verschlechtert sich kontinuierlich. Peer ist so verzweifelt. Es zerreißt ihn, dass er nichts tun kann. Er weiß, dass du immer für ihn da bist, wenn er dich braucht. Ja. Und bis dahin musst du dich einfach mit Arbeit ablenken. Hilft ja nicht. Aber es erscheint mir alles so unwichtig auf einmal. Wenn Zwanche nur endlich schon hier wäre. Hast du noch mal was von ihr gehört? Ach, das Bodenpersonal am Flughafen in Mexiko streikt immer noch. Ja. Das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis sie endlich bei Mika ist. Ja, und sie würde besser damit klarkommen, wenn ich ihr sagen könnte, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Weiß sie denn gar nicht, wie schlecht sein Zustand wirklich ist? Ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein, ohne sie in Panik zu versetzen. Wie kommen die darauf? Das gibt's doch gar nicht. Komm rein. Im Rathaus muss es irgendeine undichte Stelle geben. Hast du die Swipper-Nachricht vom Heide-Echo online bekommen? Ja, natürlich. Überforderter Stellvertreter sagt nach Panikmache Stadtteilfest ab. Schlimmer ist das hier. Jansen ist nicht im Urlaub, wie offiziell verlautbart. Er kämpft gegen einen Tinnitus an. Also wenn ich rauskriege, wer da rumgetratscht hat, der kann was erleben. Dann fang mal an. Du! Ja, nicht absichtlich. Dieser dreiste Journalist hat ein Privatgespräch zwischen mir und Theo gehört. Wo? In der Altstadt. Wie, du redest in aller Öffentlichkeit über meinen Tinnitus? Nicht in der Öffentlichkeit, nur Theo und ich. Und diese Schmierfäng vom Heide-Echo. Ich hatte dich gebeten, über meinen Zustand die Klappe zu halten. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber... Nichts aber! Erst das vorherlich abgesagte Stadtteilfest und jetzt bringst du auch noch meine Krankheit in die Presse. Ich habe versucht, Druck auf den Chefredakteur auszuüben, aber der lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ja, natürlich nicht. Das ist ein gefundenes Fressen für ihn. Ich bin ab morgen wieder im Amt. Dann stimmt die Presse noch einen Abgesang auf mich an, von wegen arbeitsunfähig und so weiter. Du bist krank. Ja, und du hast dafür gesorgt, dass es jeder weiß. Schade, ich hätte gedacht, Arne könnte bei Spedito irgendwas drehen, dass wir diesen Rabatt bekommen. Wie bitte? Was starrst du denn pausenlos auf dein Handy? Ich habe mir die AGBs von Spedito noch mal angeguckt. Also leider reicht unser Paketaufkommen für den Großkundentarif nicht. Ja, dann müssen wir sehen, dass wir irgendwo anders einsparen können. Diese Versandkosten fressen einen großen Teil unseres Gewinns. Ja, wir müssen einfach mehr Umsatz machen. Aber wie? Willst du die Preise erhöhen? Da machen unsere Kunden nicht mit. Vielleicht sollten wir unser Online-Angebot einfach erweitern. Also noch haben wir nicht alle Torten und Cupcakes als Backmischungen im Sortiment. Ja, aber unsere Topseller, na, die müssen sich halt online einfach besser verkaufen. Schwierig. Unsere Kundinnen sind hauptsächlich ambitionierte Hausfrauen, die zwar die Rezepte nachbacken, aber weniger Fertigmischungen kaufen. Heißt, wir müssen eine neue Zielgruppe akquirieren. Sowas wie backfreudige, experimentierfreudige Neulinge.
Ja, aber wie willst du Bug-Anfänger auf unsere Seite bekommen? Mit einem auf sie zugeschnittenen Tutorial. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die selbst bei Fertigmischungen Berührungsängste haben. Also so eine Art Instant-Backen für Einsteiger? Ja, sowas in der Art. Wow, gute Idee. Das machen wir. Ich glaube nur, dass so ein Tutorial unglaubwürdig wird, wenn wir als Profis denen was vorbacken. Also muss ein echter Anfänger ran. Ja. Moin, moin. Backförmchen-Nachschub, wenn ich den Absender richtig deute. Da haben wir unsere Traumbesetzung. Redet ihr von mir? Hast du nachher schon was vor? Bist du verrückt, Thomas? Du kannst morgen auf keinen Fall schon wieder arbeiten gehen. Es ist schlimm genug, dass du nicht auf Frau Dr. Berger gehört hast. Die wollte dich nämlich krank schreiben. Ja, was soll ich denn machen, nachdem mich Torben so reingerissen hat? Das hat er doch nicht mit Absicht getan. Ach, egal, sowas darf nicht passieren. Er ist doch kein Politanfänger mehr. Jetzt reg dich doch nicht schon wieder auf. Als Rechtsanwalt muss er sensible Informationen für sich behalten können. Kaum ist er mein Stellvertreter, schon tratscht er auf offener Straße Geheimnisse. Wird das Pfeifen wieder stärker? Und du willst morgen arbeiten? Von Wollen ist keine Rede. Ja genau, es geht hier um deine Gesundheit. Ich meine, du merkst doch selbst, dass jede Art von Stress Gift für dich ist. Ich hatte gehofft, die bekommen in der Eppendorfer Klinik das weg hier. Du bist lustig doch nicht beim ersten Termin. Ja, aber auch nicht beim 10. oder 20. Ja, was sagen denn die Fachärzte überhaupt zu deinem Fall? Ich soll ein Retraining machen. Ich soll lernen, mit dem Pfeifen umzugehen. Das klingt suboptimal. Ich will aber damit nicht umgehen. Ich will das Pfeifen loshaben. Aber da stehen die Chancen wohl gering. Ja, eher null. Na ja, ich meine, du solltest den Stress, den du im Rathaus hast, vergessen und versuchen, dich zu entspannen, zu erholen. Tom schafft das. Er lernt schnell. Vor allem aus solchen Patzern. Oh, also wenn du noch Zeit hast, die Klatschpresse zu lesen, dann kann dein neuer Job ja wohl nicht so anstrengend sein. Ich mache das nicht freiwillig. Ah, nein? Herr Flickenschild zwinklich? Naja, es ist nicht schlecht, die Geschichten der High Society zu kennen, wenn man ein Event für sie plant. Was tut man nicht alles für seinen neuen Job? Jetzt will Herr Flickenschild auch noch, dass ich die Musikstücke für das Streichquartett mit ihm durchbespreche. Na und, ist das ein Problem? Ich fühle mich bevormundet. Schau mal, er kann bei dieser Taufe nicht dabei sein. Es ist doch normal, dass er wissen möchte, was gerade so abläuft. Hm? Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass du zu lange dein eigener Chef gewesen bist. Nein, das ist kein Problem. Das ist die beste Voraussetzung für eigenverantwortliches Arbeiten. Ja, aber du kannst nicht immer genervt reagieren, nur weil er gerade wissen möchte, was der Stand ist. Das soll mich halt einfach machen lassen. Ich bin nicht genervt. Ja, aber dafür braucht er Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das musst du dir erarbeiten. Theo, du arbeitest jetzt in einem Unternehmen. Dort gibt es Hierarchien. Du musst es einfach akzeptieren. Das ist aber keine Leibeigenschaft. Dann kündige. Du bist ja noch in der Probezeit. Aber ich dachte eigentlich, dass dieser Job dir sehr viel Spaß bringt. Das bringt er ja auch. Repräsentieren, organisieren, ist ja genau mein Ding. Und es gibt kein Bürokram, keine Buchhaltung, so wie in der Selbstständigkeit. Also wenn ich es mir genau überlege, dann bin ich ein bisschen neidisch auf deine Festanstellung. Aber ein omnipräsenter Boss. Ein sehr guter und ein sehr fairer Chef. Das ist Herr Flickenschild. Und so sage ich aus eigener Erfahrung. Bitte. Herzlich willkommen zum Tutorial.